die Hälfte der deutschen Bevölkerung tut es. Sie spielt Videospiele. Und darunter sind natürlich auch die Jungen in der Bevölkerung. Und gerade die möchte ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch stärker als Zuschauer und Zuschauerinnen gewinnen. Und da kann der BR noch so einiges tun, meine nicht nur diese beiden. Sie sind Innovationsmanager in der Abteilung digitale Entwicklungen und Social Media. Laura Urban und Tim Fallschifter, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jetzt habt ihr ja schon sehr erfolgreich ein großes Brillo-Projekt jetzt gehabt. Erzählt mal ein bisschen, das ist eine spannende Sache. Stichwort auch Pen and Paper. Was war die Idee? Was steckte da dahinter? Und wie habt ihr es dann umgesetzt? Hast du ja schon schick was dabei und mitgebracht? Ja, ich hab hier schon schick was dabei und mitgebracht. Hier sieht man im Grunde die zwei wichtigen Aspekte, die so die Grundlage waren für unser Projekt. Nämlich einmal das Thema Geschichte und einmal das Thema Rollenspiel. Wir haben ja gesagt, das Thema Gaming ist noch nicht so ganz präsent im Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen haben wir gesagt, das ist ein wichtiges Thema, da sollten wir uns mit auseinandersetzen. Und nicht nur das Thema digitale Spiele, wie man es kennt, auf Computer, sondern eben auch analoge Rollenspiele. Also okay. Sowas wie, was man vielleicht kennt aus verschiedenen Fernsehserien, so Dungeons and Dragons, also die Sachen, die man sehr mit Nerds natürlich auch identifiziert. Leute sitzen bei sich zu Hause und spielen verschiedene Rollen. Und Pen and Paper oder ein Rollenspiel kann man sich so vorstellen, wie so eine Art Improvisationstheater, so ein kleines, mit einer Spielleiterin, einem Spielleiter. Das ist die Person, die stellt die ganze Welt dar, die überlegt sich eine Handlung, überlegt sich verschiedene Charaktere. Mhm. Und dann kommen einzelne Spieler dazu, einzelne Personen, die spielen einzelne Leute in dieser Welt. Und so ist es wie so ein kleines, wie so eine kleine Geschichte, die man selber sozusagen spielt. Mit einer Person, die den ganzen Rahmen macht und die vier anderen, die in dieser Welt einzelne Personen sind. Jetzt sehe ich da Geschichte und Rollenspiel, das war praktisch die Idee, diese Geschichte zusammenzubringen mit dem Rollenspiel. Genau, ich habe eigentlich gedacht, sie kommen heute als Elfen hier verkleidet. Ja, genau, als Elfen sind ja nicht verkleidet. Aber das ist ein guter Stichpunkt, denn bei den meisten Rollenspielen ist ja eher so Fantasy-Setting. Man kennt das vielleicht dann irgendwie so mit Orks und Elfen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur ein reines Unterhaltungsformat machen, sondern eben im besten Fall auch was, wo man was mitnimmt, wo man was lernt. Kann. Da haben wir gesagt, okay, bei uns ist das im besten Fall eben was mit Geschichte zu tun hat, wo man auch noch was Geschichtliches mitnimmt. Und so kamen wir eben auf unsere Idee, wir machen ein Rollenspiel, aber in einem Geschichtssetting. Das war bei uns, man kann es hier auch noch ganz gut sehen, zusammen mit der Ausgrabungsstätte in Kempten, nämlich eine Art Rollenspiel, das genau dort spielt, also 100 nach Christus in Kempten, damals dieses Campodunum, die Stadt gibt schon relativ lange, also Römerzeit in Bayern. Und da sind dann diese vier Personen, die dort ein Abenteuer erleben. Die spielen dann verschiedene Personen in dieser Zeit und die Spielleiterin hat sich eine Geschichte dafür überlegt. Wie kam das denn an, Laura? Erzähl mal. Also tatsächlich überraschend positiv. Also wir haben natürlich, es war natürlich ein Risiko, es war ein Pilot. Wir wussten nicht, wie die Leute darauf reagieren. Und hier haben wir auch eine kleine Einblendung. Wir haben wirklich sehr positive Nachrichten bekommen. Also selbst Leute, die vielleicht vorher damit noch gar nicht so viel zu tun haben, haben gesagt, hey wow, Pen and Paper live auf Twitch, das ist mal was Neues und cool, dass der Bayerische Rundfunk sich das auch traut. Also hier sind wirklich Kommentare so, ich finde, das ist ein super Konzept. Man ist zufällig rausgestoßen, aber dann eben diese Verbindung zwischen nicht nur wir spielen irgendwas oder wir machen irgendwie Geschichte, sondern diese Verknüpfung kam eben sehr gut an. Und ein zentraler Punkt bei uns war eben auch, dass wir nicht nur eben gespielt haben, sondern wir haben uns eben auch Expertinnen rangeholt von der Ausgrabungsstätte in Kempten, die uns eben auch die Fragen aus dem Chat beantwortet haben. Also die das quasi eingeordnet haben. Das, was wir da gerade gespielt haben, ist so richtig historisch korrekt oder eben das wäre damals ein bisschen anders gelaufen und die haben das eben nochmal so eingeordnet. Und da hatten wir im Anschluss immer ein Q&A quasi dazu mit den Expertinnen und es kam sehr, sehr gut an. Ah, verstehe. Können wir noch mal eins zurückschalten? Da habt ihr ja noch mal, was ist da noch zu sehen? Genau, also hier, hier sieht man noch einmal, wie das dann genau aussah an dem Abend. Das war tatsächlich so, es war nicht nur an einem Abend, über drei Abende. Und hier sieht man so das Interface von Twitch, also von dieser Livestream-Plattform, auf der wir da unterwegs waren mit unseren Inhalten. Und man sieht hier links sehr gut die Spielleiterin, die Mayri Stritte, unsere Autorin, Moderatorin und Spielleiterin, die sich das alles überlegt hat und dann eben auch den Rahmen für die vier Spielerinnen gesetzt hat. Das sind die vier Personen hier rechts im Bild. Das sind verschiedene Creatorinnen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Und hier ganz links unter den jeweiligen Personen sieht man noch die Rollen, die sie gerade spielen. Ja, also das sind sozusagen von unseren. Sozusagen, ja. Genau, das sind die Keltenelfen in dem Zusammenhang. Man sieht es hier auch noch ganz gut, genau. Und Römer natürlich. Und genau, das sind die Spielenden gewesen. Und hier rechts, eigentlich so der wichtigste Aspekt bei Twitch, ist der Live-Chat. Ja, genau. Also da sieht man wirklich, die Leute schreiben da sehr, sehr viel. Die Laura hat es ja schon gesagt, wir hatten da sehr, sehr viele Kommentare, so um die 5000 tatsächlich am Ende im Live-Chat. Auch solche Sachen, wo wir uns selber gefragt haben. Also solche Rückmeldungen hätten wir nicht erwartet. Irgendwie sowas, wow.
ihr habt ja voll den Unterhaltungs- und Bildungsauftrag des Öffentlich-Rechtlichen erfüllt, wo wir uns dachten, okay, können wir das überhaupt zeigen? Das glauben uns die Leute ja nicht, dass wir das nicht selber da reingeschrieben haben. Ja, als hätten wir das selbst geschrieben. Ja. Also es war wirklich sehr, sehr positive Rückmeldung, die wir da bekommen haben. Und wir haben es sogar auch so gemacht, dass an verschiedenen Stellen im Abenteuer wurden Umfragen gestellt von der Spielleiterin. Da konnte man dann im Chat sich entscheiden, wie die Story weitergehen soll. Was ist euer größtes Learning daraus, wenn man eins rausziehen sollte? Puh, gute Frage. Also, Verbesserungsbedarf? Also was könnte man noch vielleicht besser auch machen oder was hat euch überrascht? Also mich haben auf jeden Fall die Kommentare überrascht, also weil es war natürlich für uns ein Risiko, so in so einer jungen, für uns jungen Zielgruppe sich da zu bewegen, auf einer für uns fremden Plattform erstmal unterwegs zu sein und da sich einfach mal was zu trauen. Aber dass die Reaktionen da wirklich so heiß drauf waren, also die hatten wirklich Interesse daran und wir haben ganz viele Nachrichten auch im Anschluss noch bekommen, so hey, bitte mehr davon, macht es häufiger, kommt das jetzt regelmäßig, ist es jetzt irgendwie, wird es eine Serie? Also dieses Interesse, da war wirklich, wirklich da und auch nicht nur auf das Pen & Paper bezogen, sondern so generell, hey cool, dass ihr auf Twitch seid, so, wir haben jetzt da Kanal. Was kommt da jetzt noch in Zukunft? Also da war einfach sehr viel Interesse und Neugierde da. Ich glaube, das größte Learning am Ende war wirklich, dass es funktioniert hat. Also dass diese Art von interaktivem Rollenspiel wirklich als Wissensvermittlung funktioniert. Man sieht es hier unten noch. Wir hatten tatsächlich gleichzeitige Live-Zuschauende 5.000 bis 6.000 zu diesem Zeitpunkt. Also das sind wirklich enorme Zahlen, die wir am Ende auch hatten mit Aufrufen im sechsstelligen Bereich. Das ist wirklich was. Und ja auch die, die man vielleicht sonst gar nicht so kriegen würde. Ja. Ne? Eben also auch vor allem die junge Zielgruppe, die auf dieser Plattform ist und wo wir sagen, die waren überrascht, dass wir da waren und sie hat es gefreut. Also super Erfolg. Und es hat Spaß gemacht? Ja, total. Es hat Spaß gemacht. Super. Es ist bestimmt noch einiges denkbar in Zukunft, kann ich mir vorstellen. Jetzt bestimmt auch schon einiges in der Mache. Vielleicht nur ganz kurz, gibt es schon was Konkretes oder... Wir sind gerade in weiteren Planungen, wie es weitergehen kann. Wir sind auch schon überlegen, was könnten weitere geschichtliche Szenarien sein, die man da rangeht. Also was könnte in der bayerischen Geschichte noch interessant sein. Aber okay. Wir können jetzt noch nicht direkt was versprechen, was als nächstes dran kommt. Ich bin gespannt, ob Elf oder Kälte oder was da noch so in der Mache ist. Vielen lieben Dank, Laura Urban und Tim Fallschäfter, die beiden Innovationsmanager im BR. Dankeschön. Danke. Sehr gerne.